versuchen es nochmal. Einmal versuchen wir es nochmal, okay? Einmal versuchen wir es. Komm mal raus hier. Komm raus. So, einmal versuchen wir es. Wenn das nicht geht, dann... Arschlecken. Dann gehen wir weiter. Okay, es hätte fast geklappt. Okay. Weiß ich nicht, vielleicht haben die irgendeinen Zeitzünder, den man... noch manipulieren kann oder so. So, jetzt gehen wir aber den regulären Weg. Oder man kann hier durch und den von da oben schmeißen. Kann natürlich auch möglich sein. Ach, Digga! Wo wirft sie das denn hin? Ist ja der Hammer. Die ist ja echt behindert. Naja, ich will es ja gegen den scheiß Spinnenweben scheiße schmeißen, aber... naja. Ach, der hat mich gefressen. Digga, nun mach mal hin jetzt hier. Was ist denn los? Achso, ich hätte jetzt gedacht, dass hier irgendein Weg ist, dass man da oben die Sache hinschmeißen kann, aber okay, ist nicht so. Ach, das ist das Teil, was wir... Ach so, kriegen wir das. Haha, lol. Ah, siehst du, es geht alles. Nur wenn man will. So, hier, happa happa. Und dann gehen wir da schnell durch. Ach, wir brauchen zwei. Nee, man kommt da nicht durch. Man muss sich beeilen. Komm raus hier. Ach, das geht ja so krass schnell. Kommt hier noch eins raus? Nein, natürlich nicht. Wir haben auch kein Feuer oder sonst dergleichen, aber wir müssen hier durch. Er explodiert immer gleich. Warte mal. Ich brauche so ein anderes Vieh von hier unten. Ich brauche zwei. Ach, da ist er schon. Ja, so ist das. Genau, dann nehmen wir das eine nämlich mit. So, komm mal mit. Nehmen wir das eine nämlich mit, lassen es fressen und dann haben wir da hinten müsste gleich noch jemand. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Sonst weiß ich auch nicht. Ah, siehst du? Das eine ist nämlich am Start. Und nehmen wir das hier. So, zack. Und dann haben wir dieses kleine Mini-Rätsel auch gelöst. So, dann geht's weiter. Ich höre schon irgendjemanden da unten brüllen. Oder da drüben. Nehmen wir mal rein. Erstmal hier rüber. Oh, hier unten ist. Oh, was ist denn da los? Ich glaube, das ist ein Engel. Musik in meinem Ohr. Spüre das. Ja. Engel gegen Dämonen. Oh, die sind auch aus dem ersten Teil. Die kenne ich noch. Engel zu zerstückeln. Jeder. Was ist los denn da? Hä? Ich hoffe, du hast mir was übrig gelassen. Ich versuch, so, wir gehen gleich mal raus. Dann machen wir einen kurzen Stopp hier. Oh, das ist bedauerlich. Bleib hier, Süßer. Setz dich hin und chill.
Oh, das war ausgeweilt. Ach, das ist Zorn. Boah, Digga. Ach, jetzt macht er Kombos? Ach du Scheiße. Nein! Hat uns erwischt. Na, ich hatte nur noch ein, ja, der Kristall muss sich halt aufladen, bevor wir ihn wieder aktivieren können. Okay, wir sind wieder hier. Sehr geil, sehr geil. Das ist echt behindert, okay. Obwohl er da hinten eigentlich gespeichert hat, aber... Er hat doch eigentlich gespeichert, ich verstehe das nicht. Na, da hinten brauchen wir auch noch so ein Feuerteil. So, jetzt gehen wir aber mal direkt hin. Ja, hier war auch noch so ein Loch, ne? Warte mal, wir gehen mal schnell in das Loch, weil der Weg ist nämlich da hinten. Also das mit dem, ja, mit dem Speicherpunkt ist echt behindert. Ah ne, hier war der Mensch, ne? Ja. Das ist echt belastend. Ich hoffe, dass unsere Seele noch da sind oder unsere Seelen. Jetzt flippe ich richtig aus. So, dann mal schnell Attacke. Das andere haben wir hier alles schon fertig gemacht. Rein theoretisch. Jetzt weiß ich nicht, ob... Nee, das Vieh ist auch nicht mehr da. Okay, alles klar. Gut, dann brauchen wir bloß dahin. Dann ist es ja doch nicht so belastend. Aber es ist natürlich sehr... sehr... Okay, wir hätten mal... Ach Mist, wir hätten gleich nach oben können. Oh, ja, alles klar. Egal. Sind wir ihm rumgelaufen. Simba! Komm ran hier. Mach keinen Unsinn da. Ich muss dich verprügeln. Ja, also die Speicherpunkte sind echt beschissen. Und unsere Seele ist natürlich nicht da. Oh, ich flipp gleich richtig aus. Alles weg. 5000 Seelen weg. Seelen weg. Boah, das ist richtig scheiße. Ja, und nochmal tot. Ich flipp gleich richtig aus. Hund, das ist deine Schuld. 5000 Seelen im Arsch. Weg. Ach, Mensch, ey. Hat er kein Wurmloch? Ach, nur Wolkenkratzer, okay. Boah, das ist echt kacke, ne? Alter, das haben die Macher echt bescheuert gemacht. Das ist schon echt ein richtig krasser, ja, Kritikpunkt. Also das geht gar nicht. Entweder man muss mehrere Speicherpunkte setzen, wo er halt speichert, ja. Aber... aber hier völlig... ach nee, völlig für den Anfang und dann 5000 Seelen wegge... erntet, ist echt scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen, das kotzt mich richtig an. Das braint mich ja ein bisschen an. Dezent. Das macht echt, also das macht echt keinen Spaß. Ist einfach wirklich so. Das ist echt scheiße, also wirklich. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber das ist echt scheiße.
So, der Hund hat auch eine kleine Macke. Der sieht sich selber in dem Schrank, weil es spiegelt. So, und die Seelen sind natürlich wieder weg. Waren nicht so viele, aber trotzdem. Es war scheiße. Man kann auch nicht anvisieren oder sowas, ne? Ach, komm schon. Ich hoffe, dass wir unsere Seelen wieder kriegen. Nein! Oh, ich flipp aus! Jetzt musste ich aber mal auf den Tisch hauen. Das ist ja der Hammer! Ja, alles klar. Ich danke dir auf alle Fälle, Virus, damit du hier am Start warst. Sehr cool. Danke sehr. Dann zieh mal weiter. Es ist einfach nur heftig. Es kotzt mich richtig derbe gerade richtig an. Es ist doch nicht normal, ey. Ja, Stärkung, Stärkung. Wir werden mal so einen Scheiß gleich in uns reinpumpen. Und dann kann er mal sehen, wie man hier am Pisse geht. Ey, das ist nicht normal. Wie schnell man auch Energie verliert. Das ist echt ein Kritikpunkt, Macher. Ich weiß nicht, ob das ein Update gibt für diese, mit dieser Seelenpisse, aber das ist echt scheiße, Leute. Wenn man im Bossfight ist, da dort stirbt und die ganzen Seelen, 5000 Seelen, das ist nicht normal. Sorry. Ist leider so. Das ist ein herber Kritikpunkt. Entweder ihr setzt mehr Speicherpunkte im Spiel, ja, oder ihr lasst die Scheiße einfach sein. Und die hat mir nicht auf den Puffer, aber das ist echt scheiße, Leute. So, jetzt habe ich wenigstens rausgefunden, wie man anvisiert. Wird ja auch nicht gesagt. So, du Penner. Oh, okay, das habe ich nicht. Das habe ich nicht kommen sehen. Aber okay. Hund, hörst du mal auf, an den Kabel zu ziehen? Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ach, Digga, was ist mit dir los, Junge? Spinnst du oder? So, mit Anvisieren geht's nämlich viel besser. So, mal gesagt. Aber die Seelen sind trotzdem weg und das kotzt mich richtig an. Nee. Ach, halt die Klappe. Leg dich hin und schlaf. Jetzt ruft sie ja Gaul. Hä? Hat die dann Knarren da dran? Nein. Die haben sie die haben ein Pferd gekillt. Nein. Okay. Dann killen sie erstmal das Pferd. Tierquäler. Tierquäler! Pass auf da. Die haben sie auch kalt gemacht. Schon witzig, woran du dich erinnerst. Zwischen deinen Schreien. Meine Geschwister und ich haben dich immer den Dummkopf genannt. Je härter du kämpfst, desto stärker wirst du. Ich werde dich in Stücke reißen. Ey, ich bin Kabelhund. Du glaubst, du wärst gut. Du hast kaum an der Oberfläche gekratzt. Dann lass mich tiefer graben.
nimmt sie erstmal das Messer und haut ihm das voll ins Gesicht. Sehr schön. So. Pferd ist tot. Er ist tot. Wir haben ein Loch im Bauch. Eingelegt. Krieg. Die anderen. Hier sind größere Mächte am Werk. Na, hat er doch gesagt. Hilfe. Wurde doch gesagt. Das stimmt nicht mit der Welt. Die empfindliche Ordnung ist gestört. Ey, sag bloß, das war nur ein Prolog. Erstmal. Ein Prolog. Ach, ist es nicht. Was ist das denn für eine? Engel und Dämon, seid ihr aus freiem Willen hierher gekommen? Die Grundsätze der Aushöhlung verlangen es so. Ja, Fürst des Abgrunds. Ich auch. Ihr beide kämpft diesen Krieg seit Anbeginn der Zeit. Ihr seid müde. Doch die Unsterblichkeit gönnt euch keine letzte Ruhe. Allein der Fürst des Abgrunds kann euch dieses Geschenk gewähren. Die letzte Erlösung. Ja, Hund, es geht gleich los. Eure Seelen werden nicht mehr immer wieder in den Kampf der Himmel. Dann gehen wir kurz mal nochmal raus. Sie gehören jetzt mir. Ja, der verkohlt sie einfach mal zur Asche, der Sack. Schachfigur des feurigen Rates. Weißt du überhaupt, wo du bist? Ich weiß genau, wo ich bin. Der Gestank verrät dich. Der Abgrund ist selbst eine Hölle. Wohl wahr. Doch nur ich allein herrsche darüber. Was hast du ihnen angetan? Nichts, das sie nicht gewollt hätten. Ich sehe dir deine Ungewissheit an. Die wahren Folgen dieses sogenannten Kriegs um das Gleichgewicht übersteigen deinen Verstand. Vielleicht sollte ich dich aushöhlen. Eine Beobachterin. Das bestätigt, was ich bereits vermutet hatte. Du bist nur eine Marionette. Der Rat benutzt dich für seine eigenen Machenschaften. Genug! Im Gegensatz zu dir bin ich nicht hier, um mich zu bereichern. Die sieben Todsünden müssen ein für alle Mal besiegt werden, um das Gleichgewicht zu schützen, das du so verhöhnst. Ich lasse mich nicht aufhalten. Echt mal. Sie spricht die Wahrheit, mein Fürst. Und sie ist beharrlich, gelinde gesagt. Deine Worte bedeuten mir nichts. Sie stinken nach Lügen. Die stinken nach Lügen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder kämpfen. Stellt uns auf die Probe. Ich weiß nicht genau, wer das sein soll. Und ein Fürst des Abgrunds, aber der ist nicht aus dem ersten Teil auf alle Fälle. Ach, da haben wir sogar eine Energieanzeige. Das ist ja nice. Hey Hund, runter! Gehst du runter! Wir gehen gleich raus. Sitz! Das ist mehr als ein Kampftest. Eine Demonstration. Ja, jag mal den Schwanz. Immer schnell kampfbereit. Dann bist du beschäftigt. Peitsche gezückt. Wahre Rechenschaffenheit erfordert wahre Einsicht. Wenn das ein Test war, hast du nichts verstanden. Einem hohen Impuls zu widerstehen, zeigt eine ganz andere Art von Stärke.
Spar dir die klugen Worte. Ich kenne meine Stärke. Und wenn ich sie dem Rat demonstriere, werde ich allein die Reiter anführen. Die Sieben werden zerstört. Ebenso wie ihr Ziel, die Welt noch schlimmer zu machen als die Apokalypse, die wir bereits kennen. Nun denn. Das hier wirst du brauchen. Ein Erdball. Okay. Eine Flammenfähigkeit? Zu welchem Zweck? Selbst ich weiß, dass man sich manchmal für eine Seite entscheiden muss. Nimm diese Waffe in dem Wissen, dass ich meine Wahl getroffen habe. Doch beherzige dies, Reiter. Das Universum hat so viele Gesichter. Dein Überleben hängt von dem ab, was du hier gelernt hast. Ach, die verändert denn auch ihr Aussehen? Das ist ja cool. Was dir aus dem Spiegel entgegenblickt. Gut. Können wir jetzt gehen? Noch nicht ganz. Wir müssen noch über Abraxas reden. Abraxas? Ein Dämonenwichtigtuer. Wenn die Erde intakt bleiben soll, muss er beseitigt werden. Ah. Er gefährdet dein Gleichgewicht. Seine Seele muss zu mir gebracht werden. Verstehe. Und das soll ich übernehmen. Wer könnte es besser? Ich ziehe es in Betracht. Keine Garantie. Dann hinfort mit dir und deiner Ziehe es in Betracht. Jetzt haben wir auf alle Fälle die Flammenfähigkeit und damit können wir wohl möglich ohne diese kleinen Krabbeviecher. Drücke RB und Kreis, um Flammenfähigkeit zu aktivieren. Drücke Y, um einen Angriff mit Flammenfähigkeit auszuführen. Halte Y gedrückt, um die Flammenfähigkeit einen aufgeladenen Angriff auszuführen. Okay. Jetzt haben wir... Ah, okay. Also, ein super Saiyajin halt, ne? Ah, siehst du? Ich weiß jetzt nicht, ob wir nur die Roten dadurch kaputt kriegen oder ob wir die. Wahrscheinlich können wir auch in Lava gehen. Ich spüre nichts. Als würde ich durch einen Teich warten. Ach, die hat. Lol. Haha. Jetzt können wir nämlich höher springen. Fantastisch. Nice. Ey, wir haben unsere Seelen wieder, oder sind das die Seelen von dem Typen? Jetzt würde ich hier gerne mal reinschauen. So. Oh, Ketten der Verachtung. Mhm. Okay, wir haben neue Fähigkeiten. Das ist das nämlich mit Y. So, meine Freunde, hier machen wir aber gleich mal eine kleine Pause. Ja, wir sehen uns wahrscheinlich gleich wieder, also für den Stream. Wir sehen uns gleich wieder. Für die anderen, wir sehen uns in der nächsten Folge.